dir genießt die letzte Lebenszeit, dann wird die Seele gleich in Helheim sein. Da seid ihr auf dem Weg in die endlose Leere und wir feiern laut in Shadys Taverne. Es ist Krieg für Odin, Krieg für Tyr, Krieg auf Jörg, wo ihr werdet verlieren. Moin Leute, was geht? Ich habe jetzt ein paar Videos, Kommentare schon gelesen, dass einige sagen, sie können auf Asgard und so nicht fliegen. Und ich möchte euch gerne zeigen, dass das sogar, glaube ich, so ein bisschen aktuell gewollt ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir testen das auf jeden Fall. Wir gehen jetzt alle drei Welten durch und probieren, welche der Flugtiere oder hat. Weil es gibt ein Flugtier, was fliegen kann, aber das will ich euch gleich erstmal kurz zeigen. Wenn ihr nicht immer Bock habt, zu diesem Portal hier zu laufen und auf privaten Servern spielt, man kann mit einem Game-Mini-Eintrag das Teleportieren wie auf Genesis 1 aktivieren. Möchte ich mal nebenbei erwähnt haben. Das, wie das geht, gibt es ein separates Video, findet ihr auf dem Kanal. So, wir gehen nach Asgard. Ich bereite drei Tiere vor und dann sehen wir uns gleich. So, wir sind jetzt hier in Asgard angekommen und ich würde sagen, wir tun mal gerade mal die Flugtiere auskapseln. Wir haben hier zum Beispiel den Griffin und auf den Griffin, auch wenn wir jetzt im God-Mode zum Beispiel sind, seht ihr, wir haben hier keine Option des Reitens. Wir können nur auf den Passagiersitz, damit kann man aber nicht fliegen. Wir können einen Griffin in Asgard nicht reiten, Leute, und nicht fliegen. So, probieren wir mal den Argentavis aus, dass wir vielleicht mal ein anderes Tier mit einem Sattel haben. So, man sollte ihm auch einen Sattel ausrüsten, das ist auch eine Option. So, Argentavis, zack. Und auch an Argentavis können wir nur ans Inventar gehen. Aber, jetzt kommt's, wenn wir die Desmodus nehmen. Diese hier können wir reiten und auch diese können wir fliegen. Desmodus haben so eine Art, ich nenne es jetzt mal Höhlenfliegen, weil ich glaube, aktuell zählt Asgard als Höhle. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auf einem Server vielleicht spielt, wo Fliegen in Höhlen aktiviert ist und ihr zum Beispiel auch auf Aberration fliegen könnt, ob ihr auch dann auf Asgard zum Beispiel fliegen könnt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, oder wie es bei euch auf Office-Servern zum Beispiel ist. Aber die Desmodus, so wie ich es jetzt getestet habe, kann auch in Höhlen fliegen. Nebenbei, sie hat das Sturzfliegen hier nebenbei, das wollte ich mal gerade erwähnt haben. Ich konnte auch mit ihr zum Beispiel in die Höhle von den Rocktrakes fliegen, auch wenn da drin Radioaktivität ist, aufpassen, hatte ich in einem Video nicht erwähnt. Könnt ihr mit der Death-Modus da drin fliegen, also es scheint wirklich so, dass ihr mit der in allen Höhlen fliegen könnt. Auch da müssen wir mal testen, ob man auf Aberration mit der fliegen kann. Das wäre eine Option. Jawohl, ja gut, man kann keine DLC-fremden Tiere mitnehmen. Normalerweise regulär. Na gut, wenn man das aktiviert haben sollte, könnte es gehen. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. So, wir kapseln alle drei und gehen nach Jötunheim. Und das gleiche machen wir dann mit Vanaheim. Auch nochmal auf der normalen Fjordokarte brauche ich euch ja nicht zeigen, weil klar, es macht ja Sinn, dass ihr auf der normalen Fjordokarte könnt ihr fliegen. Also das brauchen wir jetzt hier im Video euch nicht zu symbolisieren. So, dann sehen wir uns gleich in Jötunheim. So, nachdem ich hier 30 Mal angegriffen worden bin, jetzt kann ich endlich mit der Aufnahme starten. Also, wir haben hier Griffin, Leute, den können wir nicht reiten. Genauso wenig, wie wir den Argentavis reiten können. Jetzt gucken wir mal als drittes die Desmodus, ob wir diese hier reiten können. Und auch hier in Jötunheim geht dieses. Wir können also mit der Fledermaus auch hier als einziger fliegen. Was man eventuell noch sagen kann, was wir auch noch probieren können, ist mal eine Tech-Brust zu benutzen und ein Dings reinzulegen. Wir werden schon wieder angegriffen, sehe ich, glaube ich, gerade. Oh, warte, man sollte auf jeden Fall das Dings fliegen rausmachen. Gucken wir mal. Also das Fliegen mit der Tech-Brust geht auf jeden Fall. Also das könnt ihr mit Tech-Anzügen kann man halt auch fliegen. Also es ist wirklich nur rein auf die Flugtiere bezogen. So, jetzt gehen wir ins letzte Gebiet, nämlich einmal nach Vanaheim und testen das Ganze nochmal da. So Leute, da sind wir jetzt in Vanaheim angekommen. Diesmal nicht so viel kämpfen wie eben. Ey, das war echt grausig, als kam irgendwas Neues angeflogen. Das war schon echt mies. So, wir gehen mal hier auf so einen Baum, da haben wir unsere Ruhe. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Griffin. Und ihr seht auch hier nur Passagierplatz. Also das funktioniert auch nicht. Dann nehmen wir jetzt mal hier den Argentavis. Und auch hier geht das Ganze nicht. Eben hat man es ganz kurz mit aufploppen sehen. Ja, geht auch nicht. Und wir nehmen jetzt hier die Desmodus. Und ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass die Desmodus hier drin fliegen kann. So, also das funktioniert. Auf jeden Fall. Wir können gerne nochmal ein, zwei Tiere testen, Leute. Ja, ich kann nochmal gerne was bisschen probieren. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Also Wyvern und so zählen ja alle zur gleichen Klasse. Muss man ja sagen. Also wir brauchen jetzt hier keinen Petri testen, wir brauchen jetzt hier keinen Wyvern testen.
kein Tapejara testen, kein Quetz testen, weil das sind alles Flyer von der Einstellung her. Und wenn ein Argentavis nicht geht, dann geht natürlich auch ein Dings nicht, muss man ja mal dazu sagen. Das ist wirklich so. Da braucht ihr gar nicht gucken. Deswegen würde ich sagen, wir probieren es mal aus mit einem Tier, was nicht ganz fliegt, sondern was eher springt. Aber eigentlich dürfte der Managam gehen. Warte mal nicht. Ah, man soll doch Ice Jumper schreiben und nicht Ice Jumper. Ganz wichtig. So. Machen wir jetzt mal hier einen Managam-Sattel. Den brauchen wir dafür. Und benutzen den mal. So. Bei Managam haben wir ja das normale Springen. Das kennt ihr ja. Das geht immer. Und in Höhlen oder generell, wo man nicht fliegen kann, geht oftmals dieses extreme Springen nicht. Wisst ihr, was ich meine? So dieses. Das muss ich gerade mal gucken, wie es auf dem PC war. So, ich kann hier auch nur normal mit Managam springen. Ich kann hier nicht dieses schnelle Boost-Springen machen. Okay, das scheint hier nicht zu funktionieren. Sehr gut. Also auch das geht hier nicht. Aber gut, die Frage ist, ob man mit meinem Mana hier durch muss, Leute. Also das ist jetzt eher so, naja. Also auf jeden Fall wisst ihr, Leute, die Death-Modus funktioniert. Und ich glaube auch, das ist so, ich denke mal, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist. Ich meine, einerseits kann das sein, dass man sagt, jo, wir wollen ein bisschen anregen, wenn ihr in den Parallelwelten spielt, dass ihr halt eine Death-Modus euch holen müsst, um einfach mehr da fliegen zu können, ob man sich ein bisschen mehr damit in den Fokus setzen will, weiß ich nicht. Muss man mal so, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ist eure Meinung dazu? Findet ihr das gut, dass es so ist, wie es ist? Oder, ja, vielleicht kann auch sein, Leute, wenn ihr das Video gesehen habt, gibt es unten drunter in den Kommentaren einen angepinnten Beitrag. Hey, es gab einen Patch und jetzt kann man auch in Asgard fliegen. Auch das ist natürlich möglich. Ark passt ja oftmals auch Sachen nochmal nachträglich an. Warten wir mal ab. Oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu aktivieren. Wie gesagt, für die, die halt in Höhlen, in Fliegen aktiven auf Servern, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das da bei euch ist. So, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis denn. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch eine Runde Survival Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.